Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Ruinen hier vollkommen komplett erforscht, haben einige neue Tricks gelernt, wie zum Beispiel das hier. Und können jetzt amortisieren. Also wir können uns jetzt mit Seraphen anscheinend verbinden. Sehr schön. Okay, erstmal hier gucken. Ich habe hier das Menü geöffnet und hier steht neu, also gucken wir mal. Aggressive Abwehr kann Art schnelle Angriffe sogar beim Schritt nach vorne ausweichen. Allerdings wird Escape aber auch um 10 erhöht. Boah. Okay. Titel haben wir bekommen, glaube ich. Oder auch nicht. Kind der Trennung. Ich warte jetzt einfach, bis ich Level 3 erreiche, weil, weiß ich nicht. So, aber Arzt können wir jetzt R2 drücken. Göttliche Phönixlinge, okay. Rhapsody. Kann dann nur sie Rhapsody benutzen? Ja, werde ich schon herausfinden. Irgendwann. Ich werde hier alles irgendwann herausfinden. Nur halt ein bisschen langsamer. So, komm du mal her. Dich kennen wir noch nicht. So, ich mach die eigentlich schon so fertig. Punkte 24. Effektpotenzial. Alle Arten von Angriff als verfügen über irgendein Effektpotenzial. Das ist ja folgendes möglich. Betäuben, Wert verbessern, Werte schwächen, Krankheiten anstellen, KP stehen. Ja, kennt man alles. Den Monolith, den sehe ich doch schon von 10 Metern Entfernung. Amortisierung. X für verborgene, Kreis für seraphische Art. Maximal 3 Treffer kommen. Fokus und Schaden. Bleibt bei Wirkzeit, seraphische Art stark verkürzt, verbesserte Heilung, blockieren, seraphische Art möglich. Bei Ruhe zum Wirken von Verjüngung im Kombo mit Verbannungsstoß. Okay. Habe ich eigentlich jetzt noch? Ich weiß nicht. 2 habe ich. Ich kann sowieso nichts. Doch, das kann ich hier lernen, aber muss jetzt nicht. Muss nicht. Immer noch hier drinnen fällt mir auf. Meine Flair-Maus, du bist letztens verschwunden, als ich dich gesehen habe. Bringt das überhaupt was? Komischerweise sind die Gegner nicht so stark für den Schwierigkeitsgrad, finde ich jetzt. Dafür hat wir immer noch so wenig Level sind. Stoßanzeige. Die Stoßanzeige zeigt eine ruhende Kraft an, die du beflügeln kannst. Normalerweise kannst du bis zu 3 Stoßanzeigen speichern, die du mit R2 fesseln kannst. Wenn du eine von verschiedenen Kampfaktionen eingestellt hast, nach Freischalten der Stoßanzeige und der Amortisierung wird die Stoßanzeige zum Strategiemenü hinzugefügt. Je niedriger die Anzahl ist, so schneller ist die Wiederherstellung. Es nennt sich also nichts daran, sie aus sich auszutoben. Dann machen wir das doch beim nächsten Kampf. Schwächen und Resistenz. Wenn du die Schwäche eines Feindes triffst, stärkt die okay, das kann ich mir so vorstellen. Ich setze eine Fähigkeit gegen einen Gegner ein, gegen die er anfällig ist. Macht mehr Schaden. Und allgemein leeren Ringen. Der ja. Betäubungsrate plus 20% oder Artverteilung, nehmen wir das hier. Ich könnte auch irgendwas machen, was hier die Dinger erfüllt. Damit ich hier so eine ganze Reihe von Effekten habe. Aber geht anscheinend noch nicht. Ach so, da ist noch einer. Boah. Flamme erwache. Ja, ich wusste es. Na, komm mal her. Ja.
Okay, haben wir immer noch 3 Kampfaktionen erlernt. Elemente und einige Kriegsarzt können deine Werte erhöhen, wenn du sie einfach nur benutzt. Welche Werte davon abhängen, hängt vom Element des Arztes ab. Zum Beispiel erhöht Tigerklinge eine nicht elementare Art deinen Angriffe. Es ist gut, zur Beziehung zwischen Elementen und Werten zu studieren. So, ich habe noch eine neue Kampfaktion. Automatische Göttlichkeit. Wenn die gesteuerte Figur verletzt wird und KP verliert, amortisiert sie automatisch, wenn mindestens ein SA verfügbar ist. Das finde ich jetzt nicht so dolle. So, ich muss immer noch... Wie ist der Gesamtschaden? Ach so, okay. Ich bin immer noch das hier am Leveln, wo ich immer vorher abwehren muss. Ich muss ja jeden Kampf ausnutzen. Hier sind da sehr sparsam anscheinend. Was meinen hier? Die rührten sich nicht. Sie scheint durch eine Art Fackel leuchtender Vorrichtung verschlossen zu sein. Okay. Dann muss ich die Fackel dafür finden anscheinend. Oh, da ist eine Leiter. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Oh, mal ja. Überpowert. Es gab immer noch Tutorials. Aktionssuche, wenn du die Suche nach Fundstätten, wichtige Punkte. Ja, ist, das ist mir klar. Das müsst ihr mir jetzt nicht sagen. Aktionspunkte ist irgendwie klar, die kriege ich durch, weiß ich nicht, diese Dinger hier, ihr wisst schon. Ah, ich Fundstätten sprengen. Ja gut. Dann gehen wir wieder raus. Ah, schön. Hier ist ein Skit. Ich werde irgendwie komisch geleckt, dass ich vor der Tür stand. Egal. So, Mikleo, wo bist du? Will wieder im Team haben. なるほど。ミクリオさんはスレイさんに張り合って遺跡探しをしている最中なので、宿には戻っていない。そして一人で危険なこともしていないと。ではこの後どうしましょうか、スレイさん。ちょっと意地悪だよね、ライラって。そうでしょうか。これをアリーシャに返したいんだ。まずは扉を開けるのに使ったナイフ。初めてアリーシャに会った遺跡で見つけたんだ。 オーケー、ゆかりの品みたいだし、きっと大事なものだと。同志としての活動を始める前に返してあげたいと思って。ですね。それです。パパもね、なんか言えます。同志のやることについて、あの時の話の続きをさ。おっしゃる通りですわ。そのために、まずは私からもアリーシャさんにお聞きしたいことがあります。 Wir wissen auch sowieso, was
それだと本当にちょうどいいですわね。やっぱりライラ、意地悪だよ。Was für ein Psycho. Ja, was war das schon wieder? Was haben wir hier? Oh, 無事だったか、兄ちゃん。さっきは助かったよ。Okay. 本当にありがとう。大したことはしてないよ。俺たちからも礼を言わせてもらうぜ。俺たちはてっきりこいつが先に帰ったもんだと思ってたからよ。ナナ、あんたもしかして同志じゃねえのか？噂に聞いてた格好とそっくりだ。ああ、はあ、聖剣を抜いたって例の男か。ただものじゃねえと思ってたが、納得だ。助けてもらった例だ。この後飯でもどうだい？まさか噂の同志様と知り合いになれるとはな。母ちゃんと娘に自慢できるよ。ああ、その、俺は大変だろうが、頑張ってくれよな。俺たちも応援するからよ。大丈夫さ。Ich weiß nicht, was ihr sagt. 誰も動かせなかった聖剣。んじゃあ、どうしたば。またな。Mal wissen, Matthias auf Japanisch heißt, weil wir das, was er ist, auf Japanisch heißt.ちょっと戸惑っちゃうよ。伊豆地のみんなはもっとのんびりしてる感じだったし。ずっと天族の村で育ったんですよね。人間はスレイさんを一人で。アリーシャに会うまではね。そうですか。Ich sehe doch schon lange, was sie uns sagen will. Am Ende wirst du sterben. Das ist die Aufgabe hier. Das ist doch immer schon offensichtlich. Ich warte ja nur, bis das irgendwann kommt. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. Ach, Gott, ich will nicht Geld. Wo ich meine Erfahrungspunkte haben. Wir haben so viele Kämpfe gemacht. Wir waren schon am Anfang irgendwie. Erst am Anfang dabei. Bevor wir in die Ruinen gegangen sind. Ja, warte mal.Muss ich nochmal hin? Dahin muss ich. Da habe ich gar nicht nach Thron geguckt, ich Idiot. Boah. In der letzten Folge echt nach den Thron gesucht. Wahrscheinlich ist da irgendwo noch eine. Ich habe es voll vergessen. Ja, ich wusste doch. Irgendwo muss doch noch eine sein. Aber warum werden die nicht mehr auf der Karte angezeigt? Die wurden auf der Karte angezeigt, wenn ich mich irre. Wusch.Ja, darunter unter der Karte sind noch drei frei, deswegen nehme ich mal an, für die restlichen drei Elemente kriegen wir auch noch hier, weiß ich nicht, so eine Fähigkeit. Wahrscheinlich auch in diesem einen Wald, da waren da so Felsen im Weg. Wahrscheinlich können wir irgendwie, wenn wir ein Erdelement haben, die Felsen wegpusten oder so. Könnte ich mir so gut vorstellen. Truhe, Truhe, nein. Dun, dun.Stimmt, bei Alicia ist glaube ich noch eine Truhe, ne? その性格が大臣たちの不安を煽るのだろうな。あまり無理はするなよ。何かあれば知らせをよこす。はい。スレイ。こんにちは。やっぱ出直すよ。気にするな。もう帰るところだ。あなたは。聖剣祭では世話になったな。同志スレイ。同志。ハイランド王国軍顧問。共同騎士マルトラン。これからもアリーシャの力になってやってくれ。友人としてで構わないから。はい、もちろん。Sie wird irgendwann auf der feindlichen Seite sein. Ich weiß es sowas von. Das ist doch immer mit den Lehrern so. かっこいい人だな。Bei dem Tales spielen. ピシッとした。だろう。私の目標とする方だ。立ち話もなんだね。
Okay, aber erstmal plündere ich ja deinen Garten. Ich gehe mal kurz da lang, ne? Wie assi das ist. Nein, och. Ich kann gar nichts drücken gerade. Aha. Boah. Wahrscheinlich habe ich jetzt voll die Gespräche hier übersprungen. Guck mal, was ich jetzt kann. Wusch. Cool, wa? まず、これは私のナイフ。そうか。井筒の遺跡で。やっぱりアリーシャのだったか。我が家に伝わる。とても大切なものなんだ。もう戻らないと思ってた。ありがとう。失礼。あの、そろそろ私の用事に移ってもよろしいでしょうか。失礼しました。ライラ様。アリーシャ。まず、感じがちょっとね。 驚きですわね。アリーシャさん。なるほど。これではまだ難しいと。ライラ？説明しますから、もう一度手をつないでください。なんか感じで、ライラが説明してくれるって。もう一回手つないでもらっていい？ああ。こんにちは、アリーシャさん。聞こえますよね？はい。聞こえます。ライラ様。 まだ息止めてないのに。スレイさんが私の力により馴染んだのです。以前ほど感覚を遮断しなくても同じことができるくらいに。特に変わった気はしないけど。よかったよ。話のたびにスレイにあんな真似をさせては申し訳ないからね。あれはあれで面白かったけど。では改めてよろしいですか。そうだった。ライラがアリーシャに用があるんだって。私に？ 力を貸していただきたいのですが、地の主と器を見つけるために。それはどういうものでしょう。まずはこの世界の仕組みからお話ししないといけませんね。古来天族と人は力を合わせて汚れから自分たちの土地を守ってきました。天族と人が協力して。力ある天族は汚れのない清らかなものを器とすると地の主という存在になります。 そして器と共に人々に祀られることで汚れを退ける、汚業域を広げる力を得るのです。本来聖堂とは地の主を祀り、汚れから土地を守るためのものなんですが、この町の聖堂には地の主の器もなく、正しく祀ろうとするものもいません。それが良くないことが続く原因なんだ。そう、いくら同士が汚れを払っても 地の主の加護なしでその地を守り続けることはできません。わかった。ライラが聞きたかったのは地の主の器となるものの心当たりと、それらを揃えた聖堂を正しく祀ることができるかどうか、この2つですね。はい、どうでしょうか。まず聖堂についてですが、我が国のほとんどの聖職者は天族への感謝の心を失っています。そんな。ですが、 最近司祭となったブルーノという者がいます。祭りの準備にも尽力してくれた真摯な人物です。その方なら任せられると思います。善は急ぎだ。聖堂に行って話してくるよ。気が早いな。私たちも善は急ぎですよ。 OK。 Was hast du denn bitte schön da dran platziert? Gar nichts. Aha. Okay. Ich dachte. Finde ich auch. Wer wir aber nur in dem Part schaffen, hoffentlich. Außer es passieren, weil wir nicht wieder 5-6 Bosskämpfe hintereinander haben.
wäre irgendwie awesome und irgendwie schlecht. Und die beiden Dingens, die Händler hier, sind nicht mehr da. Ja. Hier schon die Rothaarige und der eine Typ. Oh, da. Hi. じゃあ、器の方の心当たりは。汚れなき器になり得るの。町の北東のガラハド遺跡に清らかな滝があります。代々のハイランド王が戴冠式の前に身を清めてきた聖水なのですが。清らかな水。確かに天族の器となり得るものですが。が、何?遺跡に獣が住み着いたのだ。 大事に向かった兵士10名を返り討ちにするようなやつが。氷魔かな。おそらく。じゃあ、急がないと滝の水も汚れてしまうかもしれない。他にも気になることがあるんだね。今のレディーレイクには汚れが満ちています。きっとのせいすいも祭る前に影響を受けてしまいますが、水は汚れの影響を受けやすい性質なんです。そうなのか。 何かいい方法は？もちろん方法はありますが、それには水の天属の協力が必要ですわ。火の属性の私は水と相性が良くないのです。水の天属か。あ、だけど今ん。そういえばミクリオ様は一度もお声が聞こえないの。ちょっとね、喧嘩しちゃった。いろいろありまして。とにかくガラハド遺跡へ。 Oder verbrauchen wir noch Mikleo? Ja. Und Mikleo kann das nicht? ハイランドの聖堂は私が生まれた頃からずっとこんな様子だった。私は汚れたハイランドしか知らなかった。お願いだスレイ。私を君の重視にしてほしい。私は見てみたいんだ。汚れのない故郷を。それがアリーシャの夢なんだな。わかったよ、アリーシャ。で、どうすれば? 私の栄章の後にアリーシャさんに古代語のマナーを与えてあげてください。アリーシャに名前をか。我が宿りし聖なる枝に新たなる芽いする花は見、岩ために巡りし祝宴をここにことほがある。今、同志の意になる命を与え、便利の証として覚えよ。 Und Mikleo hat das ganze Ding beobachtet. Ich wäre an seiner Stelle jetzt ganz schön sauer. Weißt du, sie soll sofort hier Provisorin werden. Aber er nicht, oder was? Sprichst du mit Fierk, die Gescheitfigur? Ah, okay, das ist jetzt nicht schlecht. Braucht nur ein paar mehr AP, ja. Guck mal, Ausrüstung ist sie wahrscheinlich noch nicht so auf dem neuesten Stand. Verteidigung haben wir irgendwie, nee. Lassen wir erstmal so. Feuerschaden reduziert. Ja, das hier. Die Mondzahn, sehr schön.
Gehen wir immer Fokus. Und machen wir sie mal als Kampffigur, weil ich will sie steuern. Und sie begleitet uns so. Cool. Sprechen. Ich freue mich, dass du uns begleitest, Alicia. Es ist mir eine Freude, Sori. Ich verspreche, dass ich dir und unsere Mission nicht zur Last fallen werde. Also, wo sind die Galahad-Ruinen? Der Eingang zu den Galahad-Ruinen liegt nordwestlich von Damsee am Fluss, der aus dem Wald kommt. Wenn wir Damsee aus nach Nordosten über die Brücke gehen und dann nach Westen auf höheren Terranen an Kilf und an den großen Morgenfeld vorbei, finden wir ihn. Es liegt in der Nähe des Höchstpunkts des Seeaffenhöhle. Es wird also ein wenig anstrengend. Seien wir vorsichtig. Da ich die Aufnahmesession gerade gleich beende, werde ich das sowieso bis zum nächsten Mal wieder vergessen haben. Deswegen gehen wir zum Gasthaus und ja, speichern. Mikkel hat das Ganze beobachtet. Der wird dann wahrscheinlich. Okay. Der wird dann wahrscheinlich auch auf dem Weg zu den Ruinen sein, ne? Sonst folgen, klammern wir nicht. Und ja. Geld, ja. Wie sieht es denn waffenmäßig aus? Kann ich einen besseren Speer noch kaufen? Ich kann nichts kaufen für sie. Oh Mann. Na gut, dann kann ich ja ein Part hier beenden. Außer da drin passiert noch irgendwas. Es geht oder irgendwie sowas. Ne, okay. Dann beende ich ein Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge für Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.